Moin Leute, heute lernt ihr, warum arbeiten zu gehen nicht nur gut für euren Geldbeutel ist, sondern auch der Gesellschaft was bringt. Genau darum kümmert sich nämlich die unsichtbare Hand. Seht selbst! Der Begriff oder besser gesagt die Metapher der unsichtbaren Hand stammt vom schottischen Ökonomen Adam Smith. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, nehmen wir einfach mal ein Zitat aus seinem Werk The Wealth of Nations. Nicht zum Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe. Wie kann man das verstehen? Ist eigentlich ganz einfach. In anderen Worten gesagt, erwarten wir von Bäckerinnen und Bäckern zum Beispiel nicht, dass sie ihren Beruf ausüben, um anderen Menschen Essen und Trinken bereitzustellen, sondern in erster Linie, um selber Geld zu verdienen und das eigene Leben zu sichern. Trotzdem befriedigen sie mit ihren Produkten ja die Bedürfnisse ihrer Kundschaft und verbessern so deren Wohl. Noch einfacher gesagt, wenn sich der Mensch um sein eigenes Wohl kümmert, kümmert er sich automatisch auch um das Wohl der Gesellschaft. Ganz von alleine, wie durch eine unsichtbare Hand. Das darf man allerdings auf gar keinen Fall als Aufruf zum Egoismus verstehen. Dazu aber später mehr. Schauen wir uns das Wirken der unsichtbaren Hand kurz konkret an einem Beispiel mit Jan als Bäcker an. Jan backt Brote, Croissants, Baguettes und so weiter, weil es ein erlernter Beruf ist. Er übt diesen Beruf in erster Linie aus, um Geld zu verdienen und so sein eigenes Überleben zu sichern. Denkt man einen kleinen Schritt weiter, ist Jan durch das Backen allerdings nicht nur für sein eigenes Wohl zuständig, sondern auch unbewusst für das Wohl der Bevölkerung, die ansonsten hungern müsste. Hier kommen wir auch zu einem der berühmtesten Sätze von Adam Smith. Dieser lautet: Wenn er, also in unserem Beispiel Jan als Bäcker, es vorzieht, die nationale Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene Sicherheit und strebt lediglich nach eigenem Gewinn. Und er wird in diesem, wie auch in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat. Jan strebt also eigentlich nur nach Gewinn, fördert damit aber quasi aus Versehen, wie durch eine unsichtbare Hand geleitet, die nationale Wirtschaft. Klingt super, oder? Warum das Streben nach eigenem Erfolg auch das Wohl der Gesellschaft verbessert, ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein will, muss es sich intensiv mit den Bedürfnissen der Kundschaft auseinandersetzen. Es muss die Wünsche der Kundinnen und Kunden bestmöglich erfüllen und sehr hohe Qualität zu guten Preisen liefern. Tut es das nicht, wird niemand dort einkaufen und das Unternehmen geht pleite. Das heißt also, damit Unternehmerinnen und Unternehmer langfristig erfolgreich wirtschaften und Geld verdienen können, müssen sie so gute Produkte anbieten, dass auch die Bevölkerung davon profitiert und deswegen bei ihnen einkauft. Eine klassische Win-Win-Situation. Schauen wir uns noch einen letzten, aber sehr wichtigen Aspekt an. Wichtig bei all dem zu verstehen ist, dass die unsichtbare Hand zwar dafür sorgt, dass Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, gleichzeitig auch das Wohl der Gesellschaft verbessern. Das geht aber nur, wenn diese Leute auch fair agieren und sich ethisch korrekt verhalten. Wenn sich Unternehmen unfair und egoistisch verhalten, funktioniert die unsichtbare Hand nämlich nicht. Stellt euch mal vor, Jan würde seine Brötchen zu extrem hohen Preisen verkaufen, die sich keiner leisten kann. Dann würde keiner bei ihm kaufen und weder wäre sein Unternehmen erfolgreich, noch würde es der Gesellschaft besser gehen. Alles klar, fassen wir das Ganze noch kurz zusammen. Die unsichtbare Hand ist eine Metapher von Adam Smith, die besagt, dass Menschen, die sich um ihr eigenes Wohl kümmern, automatisch auch das Wohl der Gesellschaft verbessern. Alle, die im Marktmechanismus beteiligt sind, tragen also automatisch auch zum Gemeinwohl bei. Und das auch, wenn sie nur ihren Eigennutzen verfolgen, um selbst für ihre Existenz zu garantieren. Wichtig ist, dass es bei dieser Metapher nicht um Egoismus geht, sondern nur um das Erfüllen von Wünschen der Kundschaft sowie um Fairness und Ethik. Denn bei egoistischem und unfairem Verhalten funktioniert die unsichtbare Hand nicht mehr. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Du schreibst bald eine Klausur. Mit der Simple Club App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.